Moment, Moment, Moment. Da können wir eigentlich das Schlafzimmer hinmachen. Also, Moment. Ich habe da eine Idee. Und wieder so dramatische Musik. Das ist jetzt quasi eigentlich nur so ein kleiner Test. Machen wir mal was anderes an hier. Schön. Das bleibt natürlich nicht so. Aber um das mal umzubauen, brauchen wir erstmal neue Baumstämme. Die Tür kommt wieder rein. Schön. Zack, 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 zack. Haben wir das. Ja. Dann können wir theoretisch gleich mal die Blätter mitnehmen. Wobei ich mir die Schere ja eigentlich dafür fertig gemacht habe, um mal ein paar Schafe zu scheren. Weil das ist immer eine coole Sache. So kann ich mir Teppiche bauen oder auch andere Sachen, die mir gefallen. So, 6 reichen natürlich nicht ganz. So, zack, zack, zack. Dann bauen wir hier noch den Baum ab. Hier war ein Enderman tätig, sieht man ganz gut. Der Block war nämlich vorher mal da. Ja. Was soll das denn? So war das aber nicht gedacht. Ja, los Hundis. Dafür seid ihr doch da. Verdammt nochmal. So geht das aber nicht. Habt ihr das gesehen? Ja, und jetzt seid ihr total aufgeschreckt, ne? So, hinsetzen. Ja, so schnell kann das gehen, ne? Und ich bin fast gewillt zu sagen, dass wir hier einfach mal ein wenig Glas verwenden. Und zwar genau hier an. An der Stelle, wo dann die Schlafzimmertür reinkommt. Hier haben wir doch mal eine Tür. Machen wir die von außen oder machen wir die von innen? Wir machen die von außen. Irgendwie. Irgendwie gefällt mir das noch nicht so ganz. Ich weiß aber auch nicht so ganz, wie ich das jetzt machen will. Was? Ah, ich weiß, wie ich das machen will. Genau. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack.
Da kommt dann irgendwie Bild dran oder sowas. Weil wir brauchen diese Holzstämme hier, um unsere Fackeln fachgerecht anzubringen. Oder hier kommt ein Gemälde ran. Ja, das machen wir so. Das machen wir auch. Zack. Zack, zack. Schlafzimmer. Also brauchen wir auch ein Bett. Da würde ich sagen... Na, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh Scheiße, das geht überhaupt nicht. Machen wir es so. Haben wir denn irgendwo noch mehr Kisten? Ja. Und zwar hier. Da bin ich am Überlegen, wo ich die hinbaue. Aber ich denke mal eine hier. Gefällt mir alles nicht so wirklich. Ja, fürs erste muss es reichen. Oder? Ja, das reicht. Das ist in Ordnung. Ach nö, ist nicht in Ordnung. Wir bauen die Kiste hier ran und eine kleine Kiste hier hin. Und dann packen wir unseren ganzen Stoff da mal rein. Wir nehmen uns natürlich das wieder raus, was wir brauchen. Ach, da haben wir ja noch 64 Eisen. Schön. Können wir nämlich die Kiste auch gleich mitnehmen. Ja. Die machen wir dann eben so kaputt, weil die Werkzeuge haben wir ja kurz beiseite gelegt. Und dann schauen wir mal. Wunderbar. Axt habe ich auch noch irgendwo? Habe ich noch eine? Nö. Egal. Passt das noch irgendwie irgendwo? Nein, passt nichts mehr. Okay, ich wusste es. Gut. So weit, so gut. Ja. Packen wir hier erstmal alles rein, was wir momentan nicht brauchen. Ja, ist schon eine ganze Menge. So. Ja, wir können ja später noch... Wir können ja später noch woanders Kisten platzieren. So ist das ja nicht. Es ist ja nicht so, dass wir da total einfallslos wären. Das brauchen wir, die brauchen wir auch. Dann brauchen wir die... unser Eisenschwert, das packen wir unten in die Ecke, das packen wir hier nach vorne. Die Eier brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Eisenaxt, Eisenspitzhacke, Holzstäbe nehmen wir mit,
ein bisschen Eisen nehmen wir mit. Fackeln nehmen wir auf jeden Fall mit. Holz nehmen wir mit. Oder? Ja, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Können wir gebrauchen. Setzlinge. Ach, wir nehmen noch mal ein bisschen mehr Holz mit. Weil eventuell können wir dann gleich unser schönes Landhaus umzäunen und uns da was Schönes hinzimmern. Gut, das brauchen wir. Die Eisenaxt nehmen wir auch mal mit. Die Eisenschaufel nehmen wir auch mit. Die Fackeln platzieren wir mal hier. Wir nehmen uns auch was zu futtern mit. Ja, schön. Ich dachte, es regnet schon wieder. Aber das gehört zu dem Musikstück. Die Mauer als erstes kaputt.